Hallo und herzlich willkommen zu Break, Ihrem Infomagazin hier im offenen Kanal Wengerode. Das sind die Themen der Woche. Hochschule Harz im Campusfieber, Break Beethoven nominiert und großer Buch- und DVD-Verkauf in der Stadtbibliothek. Hochschule Harz im Campusfieber. Am Samstag, dem 10. Juni, bricht das Campusfieber aus. Die Hochschule Harz präsentiert sich fachlich, familiär und in bester Feierlaune. Besucherinnen und Besucher, Studieninteressierte, Schülerinnen und Schüler sowie Hochschulangehörige sind eingeladen, wenn drei Veranstaltungen, der Tag der offenen Tür, das Absolvententreffen und das Campusfest zu einem Event verschmelzen. Während von 10 bis 14 Uhr in Wernigerode und Halberstadt Informationen rund um Studienangebot im Mittelpunkt stehen, verwandelt sich der Wernigeroder Campus anschließend in ein Gelände voller Festivalatmosphäre. Tagsüber ist in Wernigerode auch für ein buntes Familienprogramm gesorgt. Die Kleinsten kommen mit Ballonkünstlern, Spielmobil und Riesenrutsche auf ihre Kosten. Ab 15 Uhr erklingen die ersten Töne der studentischen Livebands auf der Campuswiese. Auch Tanzeinlagen des Hochschulsports bereichern das Nachmittagsprogramm. Am Abend eröffnet durch den Fassbieranstich um 19 Uhr kann bei der großen 89.0 RTL-Party zur Band Atemlos getanzt und gefeiert werden. DJ Mark Radex sorgt für musikalische Abwechslungen auf der Hauptbühne. Auf die Fans elektronischer Tanzmusik wartet der Open-Air-Keller der Musikfreunde auf der zweiten Bühne am Campusteich. Das Projekt Mensch Beethoven aus Wernigerode wird anlässlich der Nominierung für den Deutschen Kinder- und Jugendpreis des Deutschen Kinderhilfswerkes in einem Videoclip porträtiert. Dazu besuchte Oliver Ebel von der SimTV Kinderfilmakademie aus Sindelfingen das Projekt am Freitag, dem 26. Mai und drehte einen 3-minütigen Trailer. Also wir sind ja auch ein Verein. Wir machen das eigentlich auch mit Kindern. Solche Filme ist nur jetzt in dem Rahmen ein bisschen schwierig. Und ich bin der einzige Hauptamtliche für den Verein. Und die anderen sind dann, setzt sich so zusammen, wer gerade Zeit hat. Okay, dann checkst du nochmal die Schärfe und dann können wir eigentlich loslegen. Ne? Ich bin Ronja Wagler und bin 9. Ich gehe in die 3. Klasse. Ich bin Florentina Hensch. Bin 8 und gehe auch in die 3. Klasse. Sie haben spezielle Fragen? Ich habe einfach mal ein paar Fragen aufgeschrieben. Sie gucken jetzt mal in die Kamera und dann unterhalten wir uns ein bisschen. Ja. Vorschlag, Sie haben sich auch was überlegt, was Sie gerne sagen wollen. Vielleicht fangen wir damit immer an. Gerne. Wie du dich schon vorbereitet hast. Wer ist denn überhaupt dieser Beethoven? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber das war es auch schon. Erzählt mir mal, wer ist dieser Beethoven? Was hat er so gemacht? Beethoven war ein Komponist und obwohl er taub war, hat er immer noch Lieder geschrieben und Sinfonien. Kamera lief noch nicht. Der Ton läuft? Der Ton läuft. Die Kameras laufen jetzt auch. Ich heiße Lisa, ich bin 9 Jahre alt und ich bin 3. Klasse. Okay. Hallo Lisa. Ich bin Olli, habe ich gerade eben schon gesagt, aber jetzt hast du es nochmal gehört. Was ist Mensch Beethoven überhaupt gewesen? So, ich habe gar keine Ahnung, was das überhaupt ist, was ihr da gemacht habt. Erzähl mal, was war das überhaupt? Wie hast du dich auf der Bühne gefühlt? Erzähl mal. Also, wo wir alle gesungen haben, hat das ganz viel Spaß gemacht. Und am Ende, wo ich den ganzen Applaus gehört habe, war ich ganz stolz auf mich und auch auf die anderen Kinder. Mal was anschauen, dann wisst ihr schon mal, wie das Bild aussieht. Okay. Genau. Einmal weit weg und dann danach. So, da sitzt ihr dann. So, da stehst du jetzt bei dem Ausschnitt. Genau. Und dann setzt ihr euch einfach hin und erzählt uns ein bisschen was. Ja? Okay. Du hast eine Haarspange. Das kann ich schon mal hinsetzen. Ihr kriegt noch Mikrofone. Auf, da oben hängt nochmal eines. Quasi zusätzlich. Und dann haben wir ganz besonders gute Form. Das ist so ein bisschen wie diese Headsets, die ihr bei dem Mensch-Beethoven auch schon hast. Der hat die ja schon gesehen. Nur, dass man die halt nicht an den Kopf macht, sondern kann man sie besser verstecken. Und die ist eigentlich ganz schön. Okay, dann fragen wir mal bitte. Also, das heißt, wir in der 2. Klasse waren im Chor. Das ist schwer. Diese Proben und so. Ja, in der Form nicht mitgemacht. Ja, klar. Dann ist das so kein Wert nach uns, sondern schauen wir das Kabel. Das war schwierig. Ich habe keine Kette anziehen. Jetzt nimmt das Mikrofon dein Shirt aus. Yes, das nehmen wir um an den Kragen dran machen.
Ja, den Reißverschluss auch machen lässt. Das muss ein bisschen nach oben. Das Kabel dann da. Oder? Ja, ja. Durchmachen. Wir müssen mal diesen Platz ein bisschen runter in den Kopf. Weil du das gerne. Und dann wenn ihr erzählt, dann erzählt er uns diese Geschichte. So, als würde nicht auf den Fußboden gucken, sondern guckt einfach geradeaus. So, als würdet ihr euch mit mir unterhalten. Okay? Dieses Mensch-Beethoven-Ding, die wir jetzt hier sind, ist ja schon gesagt eine Weile her. Was ist das überhaupt? Wenn jetzt irgendjemand überhaupt gar keine Ahnung hat, wie würdet ihr dem erklären, was das ist? Das war ein Stück von uns und das war ein Komponist. Also wir wollten den Menschen zeigen, wie Beethoven früher gelebt hat und das haben wir dann auch als Projekt selbst gemacht. Als Musiktheater, oder? Ja. Ja, genau. An welche Szenen könnt ihr euch denn erinnern? Was war denn total cool? Also ich fand cool mit dem Nachttopf. Da haben wir nämlich Schnipsel, so Glitzerschnipsel reingetan und haben Konfetti. Und da hat ein Kind das dann ins Publikum gekippt. Und der eine Mensch hat das dann halt alles abgekriegt. Und was habt ihr gemacht? Also habt ihr den Konfettitopf geschmissen oder was habt ihr gemacht auf der Bühne? Die eine von den Haushälterinnen, die hat ihn geschmissen, aber wir standen auf der Bühne und haben gekichert. Und was war so eure Rolle auf der Bühne? Also wir waren der Chor und haben die ganzen Lieder mitgesungen. Ja. Und außer dem Chor, wer war noch so auf der Bühne unterwegs? Die vierte Klasse, die halt die Hauptrolle dargestellt haben. Und ja, noch ein paar Eltern, die hinter der Bühne geguckt haben, dass es eigentlich schlecht wird. Ganz toll, dass zum ersten Mal eine Grundschule das entwickelt hat, und zwar eine Grundschule, also das ist schon richtig toll. Und die Kinder der vierten Klassen durften sich aussuchen, was sie anziehen, wie sie gehen, und das Stück hat sich halt mit den Kindern entwickelt. Okay. Großer Buch- und DVD-Verkauf in der Stadtbibliothek. Kürzlich startete ein großer Verkauf von Büchern, CDs und DVDs in den Räumen der Stadtbibliothek Wernigerode. Es handelt sich vor allem um Medien für erwachsene Nutzer. Aber auch in der alten Kinderbibliothek werden einige Regalmeter an Kindermedien zum Verkauf stehen. Hintergrund ist ein größerer Umbruch, vor dem die Stadtbibliothek in diesem Jahr steht. Bis zum Ende des Jahres wird die öffentliche Bibliothek am Klingt, die bisher im Gebäude gegenüber untergebrachte Kinderbibliothek integrieren. Um diesen Umzug vorzubereiten, werden der Medienbestand in der Kinderbibliothek, aber auch große Teile der Medien für Erwachsene mit großem Aufwand durchgesehen und von Fall zu Fall ausgesondert. Höhepunkt des Buchverkaufs wird der dreitägige Bücherflohmarkt zum Rathausfest vom 16. bis 18. Juni 2023 sein. Gleichzeitig ist die Stadtbibliothek offen für die Abgabe von Medien für den besagten Bücherflohmarkt zum Rathausfest. Allerdings sind nur maximal 5 Jahre alte Bücher, CDs und DVDs, aber keine Bildbände und Sachbücher und nur Medien in sehr gutem Zustand gefragt. Eine telefonische Absprache und Voranmeldung unter der eingeblendeten Rufnummer ist zuvor unbedingt erforderlich. Die Einlieferung der Medien sollte möglichst in der Woche vor dem Rathausfest stattfinden. Der Buchverkauf in der Stadtbibliothek steht ab sofort allen Interessierten zu den bekannten Öffnungszeiten offen. Ein Nutzerausweis ist dafür nicht erforderlich. Wettbewerb aus Grau macht Grün auf Straßen und Plätzen. Mit ihrer aktuellen Ausschreibung ruft die Stiftung Lebendige Stadt dazu auf, sich für eine Förderung zur Gestaltung öffentlicher Straßen und Plätze zu bewerben. Bewerben können sich Städte bis 50.000 Einwohner, die eine Straße oder einen Platz gestalten wollen. Die Maßnahme sollte Planungsreife haben. Ziel der Gestaltung sollte es sein, einen Beitrag zu leisten zu mehr Biodiversität, zur Verbesserung der Luftqualität und zur Steigerung der Artenvielfalt. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei Bürgerpartizipation und eine nachhaltige Grünpflege. Eine Expertenjury wird 3 Preisträger auswählen. Diese erhalten zur Umsetzung der geplanten Begrünungsmaßnahmen Fördergelder in Höhe von jeweils 30.000 Euro. Die umgesetzten Projekte sollen als Best-Practice-Beispiele anderen Städten zur Nachahmung dienen. Bewerbungsschluss ist der 1. September 2023. Die Bewerbungen sind über die eingeblendete Mailadresse an die Stiftung Lebendige Stadt zu richten. Alle Informationen über die Bestimmungen,
Bestimmungen der Teilnahme und einzureichende Unterlagen gibt es unter dem ebenfalls eingeblendeten Link. 24. Tourismusgipfel in Berlin. Am 22. Mai fand in Berlin der 24. Tourismusgipfel des Bundesverbandes der deutschen Tourismuswirtschaft statt. Das tagesfüllende Konferenzprogramm ermöglichte einen intensiven Austausch zwischen Wirtschaft, Bundes- und Landespolitik, wobei von Hoteliers über Reiseveranstalter, Gastronomen und Verkehrsunternehmer bis zum Stadtplaner und Gastronomen verschiedenste Bereiche vertreten waren. Aus dem politischen Bereich waren neben Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil auch der Minister für Wirtschaft und Tourismus des Landes Sachsen-Anhalt Sven Schulze unter den Rednern. Minister Schulze berichtete unter anderem darüber, wie sich das überwiegend ländlich geprägte Sachsen-Anhalt durch Praktikakampagnen und Ausbildungserleichterungen für junge Menschen bemühe, den Standort sowohl für In- und Auslandstouristen als auch für Arbeitnehmer attraktiver zu machen. Dabei verschwieg er jedoch auch nicht die massiven Herausforderungen des Arbeitskräftemangels und der Energiekrise, mit denen gerade die ländlichen Räume in besonderer Weise zu kämpfen haben. Baugewerkschaft fordert Booster für den Neubau. Im vergangenen Jahr wurden im Landkreis Harz insgesamt 449 Wohnungen neu gebaut, darunter 249 in Ein- und Zweifamilienhäusern. Das sind 72 Wohnungen mehr als im Vorjahr. Insgesamt investierten die Bauherren im vergangenen Jahr im Landkreis Harz rund 60,5 Millionen Euro für den Wohnungsneubau. Das teilte die Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt mit. Die IG Bau Altmarkbörde Harz beruft sich dabei auf aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Für das laufende Baujahr warnt der IG Bau Bezirksvorsitzende Michael Eggert jedoch vor einem Abwärtstrend. Die Kaufpreise beim Neubau seien längst aus den Fugen geraten und die Mieten klettern enorm nach oben, vor allem bei neu gebauten Wohnungen. Entscheidend sei jetzt, was gebaut werde. Die Wohnungen müssen zur Lohntüte der Menschen passen. Es kommt darauf an, vor allem bezahlbare Wohnungen und Sozialwohnungen zu bauen. Gebraucht werde jetzt ein Booster für den Neubau von sozialen und bezahlbaren Wohnungen. Eggert appelliert an die heimischen Bundestagsabgeordneten, sich in Berlin für ein massives Aufstocken der Fördergelder stark zu machen. Aber auch das Land Sachsen-Anhalt sei mehr gefordert. Für mehr Sozialwohnungen und für mehr bezahlbare Wohnungen muss der Staat, müssen Bund und Länder bis 2025 mindestens 72 Milliarden Euro in die Hand nehmen, sagt Michael Eggert. Der Gewerkschafter beruft sich dabei auf Berechnungen von zwei Wohnungsbaustudien, die die IG Bau beim Pestel-Institut und beim Bauforschungsinstitut ARGE mit in Auftrag gegeben hat. Konkret werde ein Sondervermögen von 50 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau benötigt. Außerdem drängt die IG Bau auf ein schlankeres Baugesetzbuch. Es geht um das Durchforsten von Gesetzen, Verordnungen und Normen, auf die die Branche seit Jahren wartet. Das muss jetzt passieren und nicht irgendwann im nächsten Jahr, fordert Eckert. Tanzart Ost-West Festival. Sachsen-Anhalt erhält sein erstes Festival für zeitgenössischen Tanz. Unter dem Dach des Nordharzer Städtebundtheaters bei Tanzharz findet das Tanzart Ost-West Festival vom 2. bis 12. Juni in der Harzregion in Halberstadt, Quedlinburg, Bernburg und Wernigerode statt. 9 Veranstaltungen mit 12 Kompanien aus 7 Ländern in 3 große Tanzskalas vielfältiger kann Tanz nicht gezeigt werden. Neben den Vorstellungen findet in der Festivalzeit auch die erste sachsen-anhaltische Tanz- und Ballettkonferenz statt. Tarek Assam, Direktor von Tanzharz und Mitinitiator des Tanzart Ost-West-Festivals, bringt das internationale Festival erstmals in die Harzregion. Die Begegnung der Tanzensembles ist ebenso Thema wie Tanz an ungewöhnlichen öffentlichen Orten, wie zum Beispiel einer Busgarage. Eröffnet wurde das Tanzart Ost-West-Festival mit der Uraufführung Oration in Danza von Tanzharz im Rahmen der Domfestspiele Halberstadt am 2. Juni. Die Schirmherrschaft über das Festival hat der Staatsminister und Minister für Kultur Rainer Robra übernommen. Wer jetzt schon einen Vorgeschmack erhalten möchte, kann im Domschatz Halberstadt die aktuelle Ausstellung Mutation Pictuarum Tanz im Domschatz mit Fotos des Tanzfotografen Rolf K. Weigst besuchen, die seit dem 24. Mai dort zu sehen ist.
Die erste Männermannschaft des HV Wernigerode wurde am 26. Mai auf dem Wernigeroder Marktplatz für ihren Meisterschaftsgewinn und den Aufstieg in die höchste Spielklasse des Landes, die Sachsen-Anhalt-Liga, geehrt. Und was gibt es natürlich Schöneres als das Ganze direkt hier im Wohnzimmer unserer schönen Stadt? Das ist für uns ganz wichtig und das hat die Mannschaft auch verdient. Sie sind in ihrer Verbandsliga Süd in diesem Jahr nicht nur Erster geworden, sondern haben damit auch sich den Aufstieg erkämpft in die höchste Spielklasse des Landes. Wie gesagt, schon ganz viele Jahre her, dass wir da mal einige Jahre spielen durften. Die Jugend, die angefangen haben, im Kindesalter hier in Wernigerode Handball zu spielen, trainiert wurden über viele Jahre von Uli Meier und von Jens Kaufmann und dann letztendlich in dieser Verbandsliga jetzt so weit sind, dass sie den Aufstieg geschafft haben. Ich denke mal, das ist erstmal ein Riesenapplaus wert für alle, das geschafft zu haben. Ich möchte ganz herzlich begrüßen den Oberbürgermeister unserer schönen Stadt Wernigerode, Tobias Kascher, der ganz spontan zugesagt hat, da bin ich dabei, da komme ich. Tobias, Dankeschön dafür. Und natürlich auch den Stadtratspräsidenten von Wernigerode, Uwe Albrecht, der heute auch hier ist, extra zu dieser Ehrung dabei. Ganz toll. Außerdem haben wir natürlich den Verband, den Handballverband Sachsen-Anhalt, mit ja, gut vertreten, der die beiden die Auszeichnung gleich vornehmen. Und da gibt es, wie gesagt, dann auch Medaillen für alle Spieler. Und ich möchte mich auch nochmal herzlich bedanken in dem Zusammenhang bei einigen Trainern, die wir letztendlich im Verein haben, die die Nachwuchsmannschaften betreuen. Bei ganz großen Dank möchte ich aussprechen unseren Trainern der ersten Männermannschaft, Klaus und Benny, die das super gemacht haben. Ich möchte auch noch mich sehr bedanken bei unserem Fansupport. Das ist nicht nur die Wernigeröder, wer es gegen Apollensdorf gesehen hat, das letzte Heimspiel, wie voll die Halle war. Tobias, du warst da. Es waren nicht nur 300 oder 400, es waren so um die 500 Besucher. Und das ist für Handball in Sachsen-Anhalt schon auch eine Hausnummer für unsere Stadt. Da können wir uns nur freuen über diesen Fansupport, der in vielen Spielen nicht nur zu Hause, sondern auch auswärts so war. Und damit sind wir, glaube ich, auch in der Sachsen-Anhalt-Liga einer der zuschauerstärksten Mannschaften und können uns auf die neue Spielzeit freuen. Aber einen großen Anteil in der Sache haben auch zwei Fans, kann ich nicht nur sagen. Es sind zwei, die das HVW-Blut eigentlich erleben jeden Tag. Und die bitte ich mal einfach nach vorne. Das ist Daniel Kof und Thomas Becker. Ja, das euch zwei, ihr habt auch das nicht nur gelebt, ihr habt es einfach gezeigt, immer wieder, wie es geht und was man sich für eine tolle Aktion einfallen lässt. Ich habe gestaunt, gegen Apollensdorf wurde das Einlauflied vom SC Magdeburg gespielt mit Feuer. Also ich sag mal, ich habe da richtig ein bisschen Gänsehaut gehabt. Das habt ihr beide toll gemacht, aber auch viele andere Aktionen, Banner und Fahnen und was nicht alles. Also das ist schon ganz toll. Ja, und eine kleine Danksagung gibt es natürlich vom Verein an euch zwei. Ihr besucht beide mal ein Bundesligaspiel des SC Magdeburg zusammen im VIP-Bereich. Und das übergebe ich euch jetzt mal. Daniel. Ja, und dann habt ihr natürlich noch so eine schönen Meistershirts. Guck mal, Daniel, die gibt es natürlich auch. Danke. Genau. Siehst du bei mir? Ich übergebe jetzt mal für ein kurzes Grußwort an Tobias. Ja, lieber Michael, erstmal Applaus. Dankeschön für deine netten Worte, lieber Präsident, liebe Vereinsmitglieder, liebe Mannschaft, lieber Landesverband. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und ein paar kurze Worte sprechen darf. Ich möchte Danke sagen, dass der HVW die Sportlerschaft von Wernigerode zum einen natürlich so ergänzt und so belebt und zum anderen natürlich auch Glückwunsch sagen zu diesem Riesenerfolg. Das ist wieder ein Zeichen, dass die
Sportlandschaft und dass der Sport in Wernigerode nicht so nebenbei läuft, sondern dass da richtige Erfolge entstehen können und was die Sporterfolge dann auch über die Grenzen der Stadt hinausträgt und über Wernigerode hinaus bekannt macht. Und das ist, glaube ich, schon ein Riesenerfolg. Liebe Mannschaft, ich danke euch, das war ein toller Erfolg und das ist eine tolle Werbung für den Sport in Wernigerode und ich freue mich da sehr drüber. Herzlichen Dank, habt ihr ganz toll gemacht. Und wenn ich mich dann zurückerinnere, und ich komme ja sozusagen aus der Stadtpolitik, war im Stadtrat, bin jetzt natürlich immer noch Teil der Stadtpolitik als Oberbürgermeister, selbstverständlich, kann ich mich erinnern, Micha, du weißt das auch, dass wir sehr lange diskutiert haben, als es um die Zindelhalle geht. Und der Stadtratspräsident war auch dabei und wir überlegt haben, wie geht man mit der Halle um? Und als die saniert werden sollte, eigentlich dort keine Sitzplätze reinkommen sollten, sondern nur die Halle sollte saniert werden für den Sportunterricht, für den Sportbetrieb, Ende. Und der Stadtrat hat sehr schnell, und mein Vorgänger Peter Gaffert auch gesagt, und ich damals als Stadtrat auch, wir brauchen da Sitzplätze und der Uwe Albrecht auch. Und wir haben uns dafür eingesetzt und dann hat die Stadt Wernigerode Geld in die Hand genommen und auch der Landkreis und so. Es ist genau die richtige politische Entscheidung gewesen, dass wir in dieser Turnhalle diese Sitzplätze haben, weil sonst könnte diese Atmosphäre, die wir jetzt haben, da überhaupt nicht funktionieren. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Ja, das ist eine sehr wichtige Entscheidung gewesen damals. Und ich sag mal, ich brauchte damals auch im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport nicht viele überreden. Es waren alle dafür. Also es hat nur positives Feedback von den Stadträten gegeben. Du weißt es. Und Peter Gaffert als damaliger OB hat auch sein Okay gegeben. Und ja, es war, glaube ich, gut investiertes Geld. Wenn wir das nicht gemacht hätten, hätten wir heute sehr traurig da gestanden für diese Stadt. Und ich glaube, das war sehr, sehr wichtig auch für unseren ganzen Sportverein. Absolut, und das führt mich vielleicht zum letzten Punkt, und Michael, du hast es auch schon angesprochen, zur Fankultur. Ich durfte ja nun ein, zwei Mal auch dabei sein und da ist schon eine besondere Atmosphäre in dieser Halle, das muss man an der Stelle schon sagen, und das hängt natürlich auch mit den Fans zusammen, das hängt natürlich auch mit den beiden hier hinter mir zusammen, die sich dafür einsetzen, dass es auch immer eine gute Versorgung gibt. Insofern, die Fankultur ist nicht nur beim FC Einheit besonders, sondern auch natürlich beim HVW mindestens genauso gut, und da ist eine super Stimmung und das merkt, da ist die Halle genau richtig für. Und da muss man auch nochmal den Fans danke sagen, dass sie so unterstützt und so einen Support gibt. Das ist schon einmalig, eine gute Atmosphäre immer wieder. Danke an die Fans auch. Mit euch. Ich wünsche alles Gute für die nächste Saison. Toller Erfolg. Dankeschön. Wir sind stolz auf euch. Vielen Dank. Mein Dank nochmal an Klaus Hanke, der sein letztes Spiel in Bernburg gemacht hat, es gewonnen hat. Damit war der Aufstieg perfekt. Klaus, du hast ein Jahr lang alles richtig gemacht. Ihr seid aufgestiegen. Und unser herzliches Dankeschön. Du wirst uns aus privaten Gründen verlassen. Jetzt geht's los. Frau Kirsten und Herr Briske vom HVSA Sachsen-Anhalt Handballverband. Die nehmen jetzt die Auszeichnung vor hier vorne. Und der Uli ist an meiner Seite. Zu machen. Ich finde, das kannst du auch machen, weil du hast ja als Kinder trainiert, dich gefreut habt. Und ich glaube auch für dich jetzt eine besondere Situation, wenn die Jungs jetzt ihre Goldmedaillen umbekommen und du hier stehen kannst als Vorstand, glaube ich, nochmal auch mein Dankeschön an dich, Uli. Okay, machen wir es einfach. Wir fangen vorne an mit dem Kleinsten. Das ist unser Lukas. Lukas ist wirklich so, wir kennen uns, glaube ich. Ja. Also ich glaube, seitdem er wirklich ein kleiner Junge war. Ja. Und ganz wichtig, auch in schwierigen Situationen zu führen. Oskar Eilers. Auch jemand, den ich sehr lange kenne, der von fast Anfang an dabei ist. Zum Handball. Und das war wichtig. Thank you.
Eine Europareise auf der Orgel mit Konrad Paul. Konrad Paul wurde 1979 in Wernigerode geboren. Dort erhielt er erste musikalische Impulse an der Stiftskirche St. Silvestri, besuchte das Landesgymnasium für Musik und legte 1997 das Abitur ab. Im gleichen Jahr war Paul Preisträger beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert in Leipzig im Fach Orgel. Schon damals gab er regelmäßige Konzerte an den historischen Orgeln im Harz und war Organist an der Pfarrkirche St. Johannes. Von 1998 bis 2002 studierte Konrad Paul an der Musikhochschule Lübeck Kirchenmusik und Musikerziehung. Darüber hinaus nahm er dort 2003 ein Kapellenmeisterstudium auf. Von August 2005 bis März 2019 war Konrad Paul Kantor und Organist an der Evangelischen Christuskirche Oberhausen und Leiter der Evangelischen Singgemeinde Oberhausen, einem im westlichen Ruhrgebiet beheimateten, überregionalen bekannten Chor. Als Organist gastierte Konrad Paul im In- und Ausland. Jetzt präsentiert er sein Können mit Barockmusik aus Nord- und Süddeutschland an der Conscius-Orgel in Abbenrode. Zu sehen und zu hören am Sonntag, dem 11. Juni 2023 um 16 Uhr. Orchesterwerkstatt Halberstadt. Fünf junge Nachwuchskomponisten ausgezeichnet. Die diesjährige 34. Ausgabe der Orchesterwerkstatt junger Komponisten in Halberstadt ist mit einem abwechslungsreichen Abschlusskonzert zu Ende gegangen. Dabei wurden 7 Werke von teilnehmenden Nachwuchskomponisten von den Harzer Symphonikern unter ihrem Chefdirigenten Johannes Rieger aufgeführt. 5 von insgesamt 10 Teilnehmenden wurden für ihre hervorragenden Werke ausgezeichnet. Weitere Informationen zur Orchesterwerkstatt erhalten Sie unter dem eingeblendeten Link. Die Orchesterwerkstatt junger Komponisten wird vom Landesmusikrat Sachsen-Anhalt e.V. in Kooperation mit dem Nordharzer Städtebundtheater und der Stadt Halberstadt veranstaltet, sowie vom Land Sachsen-Anhalt, von der Deutschen Orchesterstiftung und dem Kuratorium Stadtkultur Halberstadt e.V. gefördert. Das war's auch schon wieder mit Break, Ihrem Infomagazin hier im offenen Kanal Wernigerode. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Unterhaltung mit der nachfolgenden Sendung.